Leute, Rennen Nummer 18. Herzlich willkommen aus Suzuka in Japan zum nächsten Rennwochenende. Ja, ich freue mich schon wieder, dass ihr wieder dabei seid nach dem guten Rennen in Russland. Unabhängig mal vom Resultat, also man hat nur 13 gewonnen und leider keine Punkte mitgenommen, was eigentlich sehr wichtig gewesen wäre. Aber das Rennen lief eigentlich ganz gut. Wir hatten echt ein paar schöne Duelle. Wir konnten uns da gut durchsetzen. Sind 13. am Ende geworden, weil die Strategie auch aufgegangen ist. Mal gucken, wie es jetzt in Japan aussieht und ja, mal gucken. Also, wir gehen mal kurz in die Sponsorings, die kriegen wir nämlich auch noch rein. Oh, wir haben, noch einen neuen Hauptsponsor. Schließe ein Rennwochenende ab, ohne einen mit einem anderen Fahrzeug zu kollidieren. Okay, das ist nicht unbedingt... Ja, versuch was. 4, 8, 12, das kriegen wir nicht hin. Aber das kriegen wir hin. Fünf verschiedene Fahrer zu überholen, sollte nicht das Problem sein. Dass das jetzt hier in Japan sein wird, schauen wir einfach mal. Okay, beim Partyfangen. Wie ist es bei einem Rennen mindestens unter den ersten 10 ab? Ja, komm, machen wir so. Sei es drum, kriegen wir hin. Noch ein Level, dann haben wir sogar den vierten Sekundärsponsor dabei. Ja, da ich mitbekommen habe, dass das Spiel Mitte Juli schon rauskam, werden wir die nächste Saison aber jetzt eine etwas kürzere Saison fahren. Nur so nebenbei. Gut. Wir gucken mal rein. Also wird doch nur 10 Rennen sein. Gewichtetraining. So. Und rein damit. Das Einladungsevent würde ich eigentlich gerne absagen. So, und dann gehen wir rein in den Team-Modus. Gewichtetraining, alles immer okay, gut. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ne, brauchen wir nicht. Einladungsevent. Vielleicht ein bisschen gepackt. Oh, wir haben schön Geld bekommen. So, Reifenauswahl. Was haben wir denn so schön? Hier werden wir da auf weich fahren, das ist immer normal. Und hoffen natürlich auf ein relativ trockenes Wochenende, zumindest relativ ein trockenes Rennen. Aber Japan ist auch so eine Strecke, da kann auch durchaus mal Regen, der Regen kommen. Leider schon sehr oft erlebt. Oh. In der nächsten Saison werden sich die technischen Beschränkungen ändern. Wenn wir nicht aufpassen, könnte ein Großteil unserer harten Arbeit umsonst gewesen sein. Also lasst uns überlegen, wie wir damit umgehen. Piloten, schaut euch an, was wir haben und entscheidet, wie viel ihr in den Schutz investieren wollt. Also gut, Leute, dann an die Arbeit. Gucken wir mal. Ich denke mal, so viel wird gar nicht passieren. Ich denke mal, wir werden größtenteils die Punkte mitnehmen und dann gucken, was in der nächsten Saison drin ist. Ja, wie gesagt, wir werden in der 10-Rennen-Saison fahren, nur, aber aus dem Grund, wie gesagt, dass das Spiel schon Mitte Juli kommt. Und dann kann ich quasi versuchen, direkt mit Release das Spiel, sobald das Jahr abgeschlossen ist, das nächste Spiel machen, durchzuziehen. Also, gucken wir einfach mal. Jetzt fahren wir erstmal die Saison 2 zu Ende und dann gucken wir, was in Saison 3 passiert. Ich habe jetzt tatsächlich. Habe ich auf Fitter? Ne, auf Fitter habe ich noch nicht geachtet, ne? Dauert jetzt gerade wieder einen kleinen Moment, der hier komplett alles durchgeladen hat. Aber ich denke mal, der wird uns jetzt nochmal ins Menü lassen. Ja. Geil! Es ist komplett trocken. Es ist eine Chance, was mitzunehmen hier in Japan. Jawohl, Gott sei Dank ist das komplett trocken. Gut, dann können wir theoretisch, je nachdem wie das Qualifying ausgeht, im Rennen auch wieder unsere Strategie aus Russland mitnehmen, weil da haben wir nämlich Medium Soft genommen und dann gucken wir mal. So, ich werde auch wieder KI 85 fahren, das habe ich so ein bisschen gesamt angekündigt. Was hältst du hiervon? Der will auch so. Ja gut, der will alles mitnehmen, ne? Wir nehmen alles mit, was irgendwie jetzt gerade möglich ist. Zu wenig Ressourcenpunkte. Haben wir nicht irgendwas, was wir jetzt gerade mitnehmen können? Nee, ne? Super. Auch Aerodynamikteile. Ne, gar nichts. Okay. Müssen wir alles mitnehmen. Für die neue Saison. Definitiv. So, gehen wir also durch und wir gehen rein ins erste freie Training an diesem Freitag. Ja, wie gehabt.
Wie gesagt, jetzt haben wir noch Japan, dann haben wir nächste Woche noch Mexiko, Brasilien, ne, USA haben wir auch noch. Oh Gott, Japan, USA und dann Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi, also 5 Rennwochen hier noch. Ja, schauen wir mal. Ja, leicht die sich, aber okay. So. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. So, dann gucken wir mal. Japan. Trocken. Ja, letzte Woche in Russland war es ja das Qualifying verregnet. Aber wie gesagt, war ja eh klar, das war ganz hinten starten. Da war es eigentlich auch egal. Mal gucken, wie es dieses Wochenende ist. Ob wir hier tatsächlich eine Chance haben auf Punkte. Japan ist so eine Strecke, die liegt mir tatsächlich überhaupt nicht. Aber wir gucken einfach, was möglich ist. Fahren wir auf Medium mal raus. Let's get a few laps under our belt. Ja. So. Gucken wir mal, wie es halt, wie gesagt, wird. Die Strecke wird nicht einfach werden zum Abarbeiten, das ist klar. Mir liegt sie nicht so ganz. Für die Leute, die uns darauf gewartet haben, letzte Woche wegen Stream und so, das ist aus Gründen ausgefallen, weil wir nur 10 Leute gefahren wären. Und ja, das wollten wir dann einfach nicht. Und haben wir gesagt, dann sagen wir es dann ab. Abu Dhabi gibt es natürlich doch zum Saisonabschluss erst übernächste Woche. Nächste Woche ist erstmal, also dieses Wochenende ist erstmal Spanien. Und dann geht es dann ins Finale. Hört er, wie ist ein Auto? Okay, das ist ein Alpha Tauri. Ich lasse den mal gerade kurz hinten entziehen. Per Gasly war das. Bin mal gespannt, wie das hier jetzt in Japan heute wird. Oder wie dieses Rennwochenende wird. Weil, ja, einfach ist diese Strecke definitiv nicht. Ich fand jetzt bloß ein bisschen einfacher. Diesmal haben wir auch keine Komponenten, die getauscht werden müssen, sondern wir können okay, fahren. Just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, Gasly geht natürlich jetzt kurz raus und geht wieder in die Boxengasse, okay. Gucken, was wir jetzt hier liefern heute. Ich muss mal gucken, halt einfach. Ich hoffe einfach ein gutes Rennen, sagen wir es mal so. Mal gucken, was die nächsten Rennen werden, hoffentlich dann wieder ein bisschen einfacher. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison wird. Wie gesagt, dann werden wir auch nur eine 10-Runden-WM fahren. Einfach aus Gründen, dass das Spiel, neue Spiel, F1 2021 schon am 16.07., wenn ich es richtig im Kopf habe, in die Läden kommt, laufe ich mal, dass wir da relativ zeitnah bei Release dabei sind. So, ich hoffe, das ist halt erstmal mit diesem Spiel hier. Bin mal gespannt, wie es wird. So, jetzt haben wir hinter uns so eine Red Bull. Aber das ist jetzt gerade auch, wie gesagt, eher uninteressant. Geht's jetzt gleich in Richtung Spoon, das ist nämlich die nächste Kurve, so heißt sie. Die Löffelkurve, weil die nämlich genauso aussieht. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, hier kommt man nämlich auch gerne mal ein bisschen sehr weit raus. Das ist jetzt uns Gott sei Dank nicht passiert. Dann geht es jetzt hier links gleich über dieser kleine Knick, diese 130R, ist quasi die Gradzahl der Kurve, also die 130 Grad Kurve. Dann die R für rechts halt. Glaube ich zumindest, ist es so halt. Weiß eigentlich, es ist eine Linkskurve, fällt mir gerade auf. Und die erste Zwischenzeit von uns mit Gelb 1,32 glatt. So 3-4 Ründchen, wenn wir hier fahren. So,
schön über die Kurve rum. Jetzt sind wir hier unten unter den Tunnel. Die Strecke hat immer so Form einer 8 nur so. Ne, ist glaube ich die einzige Strecke überhaupt im Ringgelände, die es genau hat. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren, weil wir da die Kurve nicht sauber getroffen haben. Dann hier schön diese Haarnadel, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, was wir jetzt für Ergebnisse holen. Was wir für ein Platz. Ja, die fahren wir auch noch. Wir haben noch gute 5 Minütchen. Also ich feiere immer so Training bis 20 Minuten runter. Wer mich kennt. Also diese Saison fahren wir auf jeden Fall noch zu Ende. Wir haben überhaupt nicht getroffen, die Chorrunde. Box this lap, please. Box this lap. Ja, wird wohl. Mal gucken, wie gesagt, ich schau mal, wie es wird. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Vergleichszeit bekommen von dem Auto, was hinter uns ist. Ja, ein bisschen haben wir mitgenommen in den letzten Sektor. Das wäre wieder violett gewesen. Und das ist Max Verstappen. Und der fährt mal eben kurz 2,4 Sekunden schneller als wir. Also wenn wir an der Spitze tatsächlich nicht allzu viel mitnehmen können. Das ist schon mal klar, aber das war auch nicht anders zu erwarten. So, Giovinazzi reiht sich momentan auf Platz 3 ein. Ich muss jetzt gerade mal sauber durch die Ässe durchkommen. Ja, ich hab schon gesehen. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, hinter dem Red Bull hängt jetzt noch ein Racing Point und Pink, der nächste Saison von 2021 in British Racing Green lackiert werden wird und dann als Aston Martin unterwegs sein wird. Überhaupt nicht auf die Bahn. Also Max ist auf jeden Fall klar schneller als wir, aber ich glaube, für die ganze Runde wird es eh nicht reichen. Mal gucken, wie die am Ende wie es am Ende will. Jetzt sind wir momentan Dritter, weil Leclerc sich noch auf 2 gesetzt hat. Naja, wie gesagt, mal schauen, was möglich ist. So, achte schön auf die Bremsen und rein in die Box und dann sind wir. Ja, tatsächlich sogar ein bisschen schneller durch, als ich dachte. So. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Eine Sekunde, dann in Ferrari. Ja, wie gesagt, das ist, ach ja, das ist aber eine Strecke, die mir absolut gar nicht liegt. Naja, sei es drum, egal, alles ist gut. Es hat auch keiner erwartet, dass wir da jetzt wegfahren. Oh, wir sind auf Augenhöhe, aber mit dem Racing Point, gut, wir sind auf Fahrt unterwegs, ne? Ja, vermutlich, dass wir wieder auf Medium Soft fahren und dann versuchen, was hinten rauszuholen. Jetzt sind wir 13., 14. hinter vom Mick auf jeden Fall. So ziemlich auf Augenhöhe mit Mick, muss ich sagen. Ich mach das halt bewusst so. Entschuldigung. Ja. In der nächsten Saison kann Eigenheit. Mal gleich. So, erste Training auf jeden Fall schon mal durch. Wenn es jetzt nächste Saison keinen Mighty-Modus geben sollte, werden wir auf jeden Fall mit dem Alpha Tauri fahren.
Aber wie gesagt, es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Albon und Lewis Hamilton. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, wir sind auf 17 vor Mick auf jeden Fall, dem wir so ziemlich auf Augenhöhe begegnet sind. Ganz knapp hinter dem Alfa Romeo, der von Antonio Giovinazzi. Ja, 31,6 Sekunden hinter dem Haas. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, wie es wird. Wir werden wahrscheinlich wieder Medium Soft fahren. Das werden wir gleich auch mal testen. Denken Sie darüber? War es sehr hektisch, nachdem die neuen Regeln bekannt gegeben wurden? Mussten sich alle darauf konzentrieren, das Auto für nächstes Jahr fertigzustellen? So, natürlich machen wir schon Überstunden, das Auto für die neue Saison fertigzustellen. Wir müssen ja ein neues Auto finden. Mit Ihrer heutigen Leistung? So, natürlich. Nicht ideal, klar. Was hat in diesem Rennen bei Ihnen für Unzufriedenheit? Was für ein Rennen? Das ist das erste Training gewesen. So, Leistung natürlich irgendwo. Hat es ein bisschen an Leistung gefehlt. Klasse, das war dann alles. So, das ist auf jeden Fall zumindest mal das erste Freitraining gewesen. Mit dem zweiten Freitraining machen wir jetzt gleich machen wir gleich weiter. So, weiter geht's mit Training Nummer 2. Some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Eigentlich war es anders geplant, weil ich wollte gerade kurz auf die Reifenauswahl gehen. Weil wir jetzt auf Soft fahren und dann einfach den Tausch auf Medium machen. Im letzten Teil. Okay, so, rein mit euch. Is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, wir sehen, schauen wir mal, war hier heute irgendwie mit Punkten rechnen können. Platz 16 war es, glaube ich, oder sowas im ersten freien Training. Ist natürlich alles andere als super gut und ideal, aber wie gesagt, wir müssen es mitnehmen, wie es kommt. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht im nächsten freien Training, im nächsten Rennen, dann in den USA wieder ein bisschen was mehr mitnehmen können. Oder vielleicht danach nächste Woche in Mexiko und Brasilien. Also gucken einfach, wie gesagt, wie die neue Saison, oder beziehungsweise wie es dann weiter geht. So, wir bleiben natürlich ein bisschen auf Mager, um einfach mal Sprit zu sparen. Weil wir ja unbedingt noch ein gutes Ergebnis holen wollen. Ich fahre, wie gesagt, bewusst mit dem Zoff zuerst, weil normalerweise fahre ich die Software mal im letzten freien Training, weil wir müssen jetzt mal gucken, wie der Vergleich überhaupt aussieht nach vorne. Ja, beziehungsweise um die direkte Konkurrenz. Vielleicht holen wir uns ja das ein oder andere Bündchen mitnehmen. Ich glaube, letzte Saison sind wir hier nämlich 6. oder 7. geworden. Wie weit das diese Saison nach vorne geht, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann frühestens am Sonntag sehen. Vor allem eigentlich auch erst morgen, weil dann wissen wir, wie das Qualifying ausgeht. So, bewusst jetzt mal kurz schon hochstellen, damit wir den Schwung einmal mitnehmen können. Ja, welcher Schwung genau?
Na dann. Ja, es bleibt halt bedeckt, ne? Es soll halt trocken bleiben in diesem Rennen. Die Frage ist, wie weit. Was fährt die Konkurrenz? Waren die jetzt natürlich Mediums und so? Wissen also. Ich denke, wenn wir eh hinten stehen, können wir auch die Schrullstart-Strategie nehmen. Und die hat es ja extremst geholfen am Ende nochmal. So, der erste Sektor schon mal violett, das ist aber auch kein Kunststück. So, jetzt schön hier oben um die Kurve. Richtung Spoon. Bloß nicht zu weit raus, damit wir hier nicht irgendwie dein Auto verlieren, weil es durchaus ganz schnell mal passieren kann. Oder man landet da hinten im Kiesbett. So, dann haben wir jetzt Zwischenzeit Latifi. Die erste Referenzzeit, wo es in Position geht. Wie gesagt, B, schöner Quersteher da vorne jetzt. Reicht das, um Latifi zu packen? Ja, reicht. Das ist 31,6. Ich gucke mal, was da so gefahren ist. Fahrer hinter mir. Didn't catch that. Say again. Fahrer hinter mir. Latifi is behind you. Their best lap time is a 1:31.6. Gucken wir jetzt, we have two laps of fuel remaining. Gucken wir den Quersteher jetzt nutzen können. Oder beziehungsweise vermeiden können, dass wir vielleicht die Chance haben. Und vielleicht, wenn wir die eine oder andere eine Sekunde raus. Gefühlt regnet das immer so ganz, ganz leicht, ne? Aber es soll eigentlich gar nicht regnen dieses Wochenende. Eine Sekunde Rückstand. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen was hinbekommen. Weil wir da auch noch mal ein bisschen was verloren haben im Vergleich, weil er auch mal ein bisschen auf den Körper gekommen ist. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was mitgenommen. Reicht aber nicht, um nochmal eine Bestzeit zu setzen. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. So, Pierre Gasly jetzt mit einer neuen Bestzeit und verdrängt uns jetzt vorne von Platz 1. Aber auch das ist kein Kunststück, wie gesagt, momentan. Weil wir auch um 15 Punkte höhere KI fahren. Also wir fahren ja auf KI 85 seit dem Russland-Qualifying letzte Woche. Einfach mal ein bisschen rausmachen. Siehst ja, viele haben ja unter den niedrigen Rennen. Du fährst so niedrige KI. Du gewinnst ja fast jedes Rennen. Also ich glaube, ich habe 3 Rennen gewonnen oder so diese Saison. Aber der Vergleich war einfach höher. Und deswegen habe ich jetzt hochgestellt, dass ich jetzt auf Augenhöhe mit Mick bin. Das hat im ersten Qualifying-Training gut geklappt. Um einfach komplett als Team uns ein bisschen zu hocharbeiten, um auch ein bisschen mehr Herausforderungen zu haben. Und das war eigentlich so ein bisschen unser Ziel. Ja, dann schauen wir mal, wie es geht in dieser Saison. Und vielleicht wird das erste F1, was wir nicht als Weltmeister beenden können. Das ist bei F1 2019 ging es, bei F1 2020 schon mal nicht. Weil er wurde auch die Zeit dafür. Aber wie gesagt, was schon, was nächste Saison passiert. Ne? Das Auto muss nicht. Nächste Saison, wie gesagt, nur eine 10-Rennen-WM. Das kann ich wohl wieder starten werden. So, ich fahre jetzt gerade mal bewusst jetzt ein bisschen runter, was sie Radius trifft. Ah, ein bisschen weniger Sprit so. Also momentan sind wir Dritter, das wäre ganz gut das Ergebnis, aber das würde dadurch passieren.
So, jetzt sind wir Vierter, weil sich Dani Kwiat doch dazwischen geschoben hat. So, gehen jetzt mal kurz rauf. Wie gesagt, die Zeit ist gerade egal. Wir haben noch gut halb Liter Tank, Sprit im Tank. Das ist auch, wo wir auf Mager fahren. So, hinter uns ist direkt ein Auto, also zwei Autos. Da ist mein AlphaTauri und dahinter noch ein Racing Point, aber der Racing Point hat ein bisschen Abstand. Das kann ich wieder so schnell runter, dass ich das mal ziehen. Sieht zumindest so aus, der lässt mich schön hinten vorbei. Kann aber auch sein, dass der sagt, nö, ist nicht. Nee, er fährt auf die schnelle Runde. Verbessert sich aber nicht. Genauso wenig wie wir. So, ich fahre jetzt durch bis zum Ende. Wir sind ja eben nur zwei Ründchen gefahren. Deswegen fahre ich jetzt ein bisschen mehr. Bis zum Ende fahren wir durch. Und dann haben wir das zweite Freitraining gleich auch abgeschlossen und gehen dann direkt rüber ins dritte. Jetzt geht der Sprit leer. Okay. Ich fand die ganze Zeit mit Marco, aber trotzdem frisst der mir unendlich Sprit weg. So, den mal vorbei hier. Der Rest. Vettel gestern, 29.1. Das sind 2,5 Sekunden schneller als wir. Ja. Aber egal. Alles gut. Ich setze meine Karte komplett aufs Rennen. Mit, nee, wenn man ein ähnliches Rennen schafft wie in Russland, können wir durchaus vielleicht ein Pünktchen alle zwei mitnehmen. Kommt immer so ein bisschen noch auf den Startplatz an, wenn wir morgen das Qualifying abläuft. Oh, da hat ein Auto hinter mir. Weg von der Strecke. Erstmal vorbei. Albon. Und dann kommt direkt der nächste. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht den einen oder anderen im Weg stehen. Durch die Gelbphase natürlich wird die KI jetzt gleich auch komplett verlangsamen. Fiat. Und der nächste ist ein Ferrari. Der ist einfach Räkeln. Sind jetzt Sechster. Aber immerhin schon mal bei den Williams. Ja, ja, Box ist Lab, ich weiß. So, einmal jetzt kurz die letzte Schikane und dann geht es in die Box und dann sind wir auch mal durch und passt. Dann haben wir es geschafft. Training 2 gehört uns dann auch. So far, our fastest lap is a 1:31.6. So, gut. Nein, wir brauchen nicht raus können. Wir sind nämlich durch. Wir bleiben jetzt in der Garage. Ich lasse die Zeit runterlaufen und dann ist auch eigentlich mal gut. Und dann sind wir eigentlich momentan, was die Tabelle betrifft oder die Platzierung betrifft, sehr gut dabei. Mal gucken, wie es am Ende ausgeht, aber dann schaffen wir, also wie gesagt, für ganz vorne wird es eh nicht reichen. Aber Platz 14 wäre ein Träumchen. 15, ja, das, wie gesagt, 16, 17. Wir sind vor den Williams, wir haben die beiden Alpha geschlagen, wir haben statt jetzt den Teamkollegen geschlagen.
Also dann wissen wir zumindest, wo wir etwas stehen. Dran an den Haas. Gut. Racing Point ist nur eine halbe Sekunde weg. Na gut, aber die fahren mit einer etwas anderen Strategie. Gut. Level 6 in diesem. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Albon und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Das ist schon krass. Ein Vettel, der fährt auf hart, auf der allerhärtesten Mischung und packt sich trotzdem die Red Bull. Albon, Verstappen, dahinter Ocon und ja, der erste Mercedes nur auf Platz 5, Hamilton sogar nur auf 9. Naja. Wir stehen auf Platz 17, haben den Teamkollegen um knapp über 1,1 Sekunden geholt. Dem war es ein bisschen knapper. Also schauen wir mal, wie es halt, wie gesagt, jetzt läuft. Wir werden im letzten Abschnitt nochmal auf Medium gehen, dann wissen viele auf Soft gehen. Und dann wissen wir ungefähr, wie es läuft. So, Training Nummer 3 hier in Japan. So. So, okay, Training Nummer 3, gehen wir rein. So, da sind wir wieder im Qualifier. Aber die schon gefahren sind, okay? Na egal, fahren wir halt mal raus. So, jetzt sieht es wieder deutlich besser aus als bei den ersten beiden Trainings, zumindest was das Wetter betrifft, also was die Tabelle betrifft, bin ich immer noch guter Dinge. Also wie gesagt, wenn man das Rennen ein bisschen so läuft wie Russland, na gut, okay, du kannst es sogar nicht mit Russland vergleichen, in Russland ist deutlich mehr Platz und die Streckenverlauf ist ein bisschen was anderes als hier in Japan, aber wie gesagt, sollten wir mit unserer Strategie ein bisschen Erfolg haben und es irgendwie auf die Reihe bekommen, irgendwo bei Top 5 in den Top 15, Top 16 zu qualifizieren, könnte es durchaus möglich sein, dass wir uns doch das ein oder andere Pünktchen hier abgreifen. Aber wie gesagt, mal schauen, wie das Rennen wird. In Russland bin ich ziemlich zufrieden. Wir haben uns auch meine neuen Autos, die wir uns kassieren konnten. Und wie gesagt, bei einem 50% Rennen wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass wir durch die Strategie nochmal ein paar Punkte mitgenommen hätten. Aber es war halt immer nur ein 25% Rennen. Und das werde ich auch in der nächsten Saison beibehalten und auch in den kommenden Teilen. Weil es einfach sonst von der Zeit her ein bisschen zu lange dauert. Oder wollt ihr mehr fahren? Wir könnten auch, wenn ihr Bock drauf habt und alles so getan und ihr euch das so lange anguckt, könnt ihr auch natürlich auch 50% umkehren.
könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das, wie ihr da Bock drauf habt. Ne? Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich Bock auf 25%. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ne? Ach, ich weiß nicht. Dann geht's. So, dritte freie Training sind wir jetzt mittlerweile sogar schon. Und ja, weiter geht's auf jeden Fall gleich. Das heißt gleich für euch morgen mit dem Qualifying dann. Vorher war man nicht, weiß ich nicht, weil wir so viel fahren, aber man wollte viel fahren. Ich denke, so zwei, drei Ründchen kriegen wir hin, dann geht's in die Garage und dann sind wir auch durch. Aber ja, bis 20 Minuten fahre ich meistens immer runter. Und dann mal 10 Minuten pro Training und dann passt das auch. So, Bestzeit, erster Sektor. Wie gesagt, mein Ziel ist es Richtung Williams zu schlagen. Auf jeden Fall vielleicht die Alpha und die Haas noch. Also wie gesagt, mein Ziel ist es, morgen auf jeden Fall in den Top 14, 15, 16 zu stehen. Und eine Chance zu haben mit den neuen Spielern, anderen Strategie, die Punkteringe anzugreifen. Weil wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich eh nicht voll auf die Top 10 qualifizieren. Wir werden mal schauen. So, das ist halt weiter Sektor. Auch das ist durchaus klar, weil ich glaube noch kein Auto unterwegs ist. Außer jetzt unser Auto. Ne, jetzt kein anderer unterwegs ist. Sie werden. Wir werden unsere beste Bestzeit setzen und mal gucken. 1:31,9 ist natürlich keine Mega-Zeit. So, jetzt kommt das nächste Auto raus. Das ist jetzt ein Alpha Tauri. Und es ist Dani Kvyat, der uns natürlich jetzt voll auf der Ideallinie steht. Und jetzt quasi so den zweiten Versuch. Ah, das ist natürlich jetzt alles andere super und super, super gut. Weil wir da von der Ideallinie runter mussten, ins Gras zurück mussten. Das ist in den letzten 2. Und damit ist sogar schon der zweite Versuch auch durch. Ja, ich lasse dich jetzt gleich ziehen, mein Freund. So, lass mal den mal hin. Den Alpha ziehen. Das Gelb ist gerade eher egal, weil ja, wir es ausgelöst haben. Muss ich das vorbeilassen, bevor ich das Auto hinter mir zu sehr aufhalte. Der wird eh schneller sein als wir. So, geht jetzt gleich weiter auf jeden Fall mit dem zweiten Versuch. Wir werden nochmal einsetzen müssen. Zeit ist sehr unwichtig, 5,1 Rückstand. So. Nochmal einen neuen Versuch setzen und dann ist es durch. Ja, wir haben schon mal ein bisschen mehr Schwung mit uns in der Runde als eben im ersten Abschnitt. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Also momentan hinter Reike und Perez. Perez jetzt auf 2 gerade vorgefahren ist. Weil wir gerade mit der Zeit ein bisschen dran sind an der Spitze. Wir verbessern uns, aber sind nicht ganz, ganz vorne. Das reicht nur für Grün momentan. Ich glaube vermutlich, dass es auf 2 geht dann, aber mal gucken, was am Ende rauskommt. Wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung mitgenommen, da ein bisschen was liegen lassen jetzt in der A-Nadel. Das ist jetzt mal eine 100. gewesen. Kann am Ende sehr, sehr wertvoll sein. Ab in die Spur, wenn wir die vernünftig treffen, dann funktioniert das Ganze. Schön auf der Ideallinie geblieben. Das könnte. Ja, wir haben trotzdem verloren. Wir haben mega viel verloren gerade da unten. Ich sehe gerade, der Vorsprung ist nämlich halbiert. Come in this lap, please. Box this lap. Es wird nur eine maximale Zeitverbesserung geben und keine Chance auf die Alpha. Da ist er schon ziemlich groß. Ja, ganz vorne reicht es nicht, eine Sekunde Rückstand.
Aber ab jetzt soll es verbessern. 31,4. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. An der Ecke hier ist mal, wo wir gerade bei Kwiat waren, der nämlich ganz, ganz böse im Red Bull abgeflogen. Ich meine, es wäre hier eine Nemesis gewesen. Also da hat er sein Auto ganz, ganz böse liegen lassen. Und ich glaube, war das nicht auch die Unfallstelle von Bianchi? Oder war die woanders? Oder war die hier? Ich meine, die wäre hier hinten irgendwo gewesen. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Doch, ich glaube, hier hinten war das. Hier stehen die Türme rechts. Naja, dann ist der nämlich 2014 unter dem Bergungskran drunter. Sehr tragisch, der Unfall beim Großteil von Japan bei dem Regen. Es wäre da hinten gewesen, kurz vor der Brücke. Habe ich gesagt, genau wissen tue ich es gerade nicht. Ich hab die Szene im Kopf, aber nicht die Stelle. So, gehen wir jetzt rein in die Box, sind wir nämlich durch heute. So, hinter uns hängt jetzt auch irgendwie ein Haas, der jetzt sich vorbeidrücken möchte. Weil er sich vorbeidrücken wird wahrscheinlich. Jetzt kann er jetzt hier knicken, weil ich ihn jetzt hier nicht ziehen lassen kann. Aber ist auch zu weit weg und weh. Waren wir schon unterwegs in die Box. Ich war ein bisschen zu fix unterwegs. So, gut, dann machen wir mal einen kleinen... Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. 31,4, so schlecht ist die Zeit gar nicht, aber es wird halt nicht reichen für ganz oben, ne? So eine Sekunde, 20 Sekunden hinter das 12, da waren wir eben schon ein bisschen näher dran. So, gehen wir mal kurz runter, 16, 17, ja, ich... 18, wir verstechen uns sogar noch immer. Fakt ist, dass wir die Williams im Kopf hinter uns haben und Giovinazzi. Ja, müssen wir gucken, halt, wie gesagt, wie es am Ende läuft. Fettleben, schnellster im Hart, in der Fahrt war. Jetzt klebt er auf Platz 14 und das ist nur eine halbe Sekunde für uns. Also mal gucken, wie gesagt. Ich denke, für ganz vorne wird es nicht reichen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Stroll, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, wie eben im ersten freien Training war es Albon, im zweiten freien Training war es der Vettel und jetzt ist es mal Lance Stroll. Also drei Überraschungen auf jeden Fall auf den ersten drei Plätzen in den Trainings. Ja, beziehungsweise dreimal die Überraschung auf dem ersten Platz in den drei Trainings, das ist richtig. 2, irgendwas Sekunden. Theoretisch mit einem neuen Satz Reifen hätten wir wahrscheinlich sogar den Haas gepackt. Naja, gucken wir mal. Wie gesagt, es ist ja alles noch ein bisschen fest. Aber ihr könnt links haben, wenn wir soft fahren und gucken, was passiert. So. Gut, dann haben wir es. Zumindest was das freie Training angeht. Der Freitag ist ja durchwachsen. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass es halt von der Strategie einfach her passt.
Wobei, wenn ich ehrlich bin, mir Russland deutlich besser gelegen als Japan, aber ich müssen wir gucken, wer gesagt, was momentan drin ist. So, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem 18 Minuten kurzen Qualifikationstraining. Ja, aus Japan. Bis dahin und tschüss. Oh, warte, Moment, das ist noch eine kleine Nachricht. Ja, was soll's. Okay, dann durch. Dann Feierabend. Bis dann. Tschüss.